The Guardian. Mainstream Evolutionary Theory needs an urgent overhaul. Eine neue Generation von Wissenschaftlern fordert eine dringende Änderung und Überprüfung der jetzigen Mainstream-Evolutionstheorie. Einmalig dieser Bombardierkäfer erwehrt sich mit Explosionen, zu sehen auf YouTube, Bombardierkäfer, Dynamit auf sechs Beinen, mit über 40.000 Klicks. The Guardian. Do we need a new theory of evolution? Evolution hat keine Antwort auf grundlegende Probleme der interaktiven molekularen Arbeitsweisen der Organe. Einmalig der Seychellenfrosch. Er hört mit dem Mund. Wie entstand das Leben auf der Erde? Stephen Burani. Die Behauptung der bisherigen Evolutionstheorie, dass sich in Hunderten von Millionen Jahren alles schrittweise und zufällig entwickelte, ist eine simple und irreführende Theorie. Wie kommen Schönheit, Ordnung und Interaktion in Organe, Tiere und Pflanzen? Noch haben wir keine gute Antwort darauf, says Armin Mocek, a biologist at the Indiana University. Der Mathematiker aus Italien, Fibonacci, sagt, ohne intelligente Information geht nichts. Mathematik steckt in Pflanzen und in Tieren. Max-Planck-Institut Tübingen, Professor Hans Meinhardt. Die Schneckenschalen bestehen aus Kalk. Am Schalenrand wird jeweils neues Material angelagert. Dabei wird Reihe um Reihe neu gebildet und die Farbteilchen, Pigmente, werden nach einer Differentialgleichung, mathematische Formel, eingelagert. Hier die Symbiola. Mathematische Information und technisches Know-how steckt auch in den kleinsten Tieren. Beispiel der Geißelmotor. Wenn auch nur ein Teil von den 40 Teilen des Motors fehlt, funktioniert der Motor nicht mehr. Der Motor ist daher nicht reduzierbar komplex. Alle Teile müssen gleichzeitig da und funktionstüchtig sein. Der Goldregenpfeifer. Fluginformationen in den Genen? Zufällig. 70 Gramm notwendiges Übergewicht? Zufällig. Navi-GPS-System im Kopf? Zufällig. Energiesparender Keilflug? Zufällig. Oder doch ein Plan von Anfang an? Denn erstmal ausprobieren geht nicht. Alles muss gleichzeitig von Anfang an da sein. Der Flug von Alaska nach Hawaii. The Guardian. Do we need a new theory of evolution? Günther Wagner von der Yale-Universität. Wenn wir mit unseren jetzigen Instrumenten die Dinge nicht erklären können, müssen wir neue Wege der Erklärung finden. Alles Leben ist nicht ohne Information, Kommunikation und Planung möglich. Zu sehen auf YouTube Aaronstab 8 Komponenten. Ohne die Intelligenz und Allmacht Gottes gäbe es weder Himmel noch Erde. Darum heißt es im ehrlichsten Geschichtsbuch der Welt, der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Do we need a new theory of evolution? Yes, we do.